The following video was presented by Audience On Demand, programmatic advertising from Publicis Media. Find out more on audienceondemand.de. Herzlich willkommen auf der Bühne, Jens Mitnacht, Managing Director von 71 Media. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Willkommen zum Endspurt. Ich habe gehört, ab 18 Uhr gibt es Bier auf der Bühne. Ich hatte Pech, dass ich diesen Slot noch nicht hatte. Wahrscheinlich gibt es schon Bier draußen, aber wir ziehen es jetzt hier drinnen durch. Thema für die nächsten 10, 15 Minuten ist die programmatische Transformation von Pro7Sat1 und von dem Vermarkter von Pro7Sat1, nämlich 71 Media. Ganz kurz zu mir. Ich bin einer der Geschäftsführer von 71 Media, dort verantwortlich für Strategie, Finance, Business Development für alle Mediengattungen, die wir vermarkten, nämlich TV, Digital und Digital Out of Home, und bin dazu noch verantwortlich für unsere neuen AdTech-Beteiligungen, die wir im letzten Jahr eingegangen sind, nämlich für unsere AdTech Solutions. Dort haben wir die Mehrheit an Virtual Minds konsolidiert und an SmartStream, und diese beiden Assets helfen uns natürlich auch sehr, diese programmatische Transformation hinzubekommen. So, wenn wir als Premium Broadcaster an Vermarktung denken und auch an programmatische Vermarktung, dann haben wir natürlich eine hohe Komplexität, weil wir einfach sehr, sehr viele Produkte und sehr, sehr viele Screens bedienen müssen. Da sieht man oben die normale digitale Welt. Dazu kommt für uns auch immer das Thema Addressable TV natürlich jetzt neu dazu. Wir sind auch in den Digital Out-of-Home-Markt eingestiegen als Pro7Sat1. Das heißt, wir denken immer mindestens an diese sechs Screens und müssen auch, wenn wir jetzt ein programmatisches Setup wählen, eben eines wählen, mit dem wir diese sechs Screens auch wirklich perfekt bedienen können. Warum ist das so? Weil wir einfach heute Reichweitenpakete verkaufen über diese verschiedenen Screens. Also wir verkaufen Multi-Screen-Bundles. Wenn man sich heute unsere digitalen Umsätze anschaut, dann machen wir Bundles aus den oberen vier Screens, nämlich Desktop, Smartphone, Tablet und der Connected TV. Und 95% unserer Commitments beinhalten alle diese vier Screens. Darauf haben wir ein relativ breites Targeting, also zum Beispiel ein Frauen 14-39 Targeting eben auf diesen vier Screens. In Zukunft wollen wir auch das Digital Out of Home, der fünfte Screen wird in so einer Rotation. Und dann kommt noch das ganz, ganz große Thema TV dazu. In der ersten Phase mit Overlay-Produkten über HBBTV, in der zweiten Phase dann wirklich mit Spot-Austausch von TV-Spots. Aber unsere Challenge Nummer eins ist es natürlich, diesen Multiscreen-Ansatz auch in die programmatische Welt zu überführen. Die Challenge 2 ist es, und das wurde ja auch vorhin schon ein paar Mal angesprochen, genau die heutige alte IO-Welt mit garantierten Reichweiten und garantierten TKPs und die neue programmatische Welt zusammenzuführen. Und ja, heute werden sicher 60-70% der Umsätze über Jahrescommitments gemacht in der IO-Welt. Und wir sehen natürlich schon, dass wir zum Teil in Private Auctions TKPs hinbekommen, die zum Teil über den TKPs sind, die wir in unseren IO-Commitments vereinbart haben, gerade mit Großkunden. Ja, deswegen sehen wir, und das ist wirklich eine große Änderung im Vergleich zu den letzten Jahren, Programmatic tatsächlich auch als eine Chance, tatsächlich auch TKP-Levels eher in eine für uns positive Richtung zu entwickeln, nämlich nach oben. Ja, das heißt, dieses ganze Thema Preisrückgang durch Programmatic sehen wir einfach gar nicht. Challenge 3 ist es, dass wir heute, wie ich gesagt habe, eben wirklich eine Reichweitenvermarktung machen über breite Zielgruppen, aber dass in der programmatischen Welt natürlich immer kleinere Micro-Targeting-Zielgruppen auch nachgefragt werden und wir vor der Frage stehen, wie wir diese beiden Modelle eigentlich vereinbaren können. Wird das Reach-Modell abgelöst durch ein Micro-Targeting-Modell? Glauben wir nicht, aber wir haben die Challenge, diese beiden Modelle wirklich strategisch zusammenzubekommen. Da sieht man schon, da haben wir wirklich echte Challenges, diese programmatische Transformation hinzubekommen. Ja, dazu gibt es natürlich eine unglaubliche Begriffsverwirrung in der programmatischen Welt. Und wenn man draußen 80 Verkäufer auf der Straße hat und diese 80 Verkäufer sollen eine programmatische Strategie wirklich
strategisch Kunden und Agenturen erklären, ja, und das einheitlich erklären, dann ist das natürlich eine wirkliche Challenge für einen Vermarkter. So, wir haben diese Challenge accepted, auch deswegen, weil wir glauben, dass wir einfach eine sehr, sehr gute Ausgangsposition haben. Ja, wir haben drei Themen, von denen wir glauben, dass sie einfach wahnsinnig wichtig sind. Wir haben Premium-Inventar, wir haben Tech und Data und wir haben eine sehr, sehr starke Vermarktung, ja, zumindest in der Dachregion. Ich glaube, diese drei Themen sind unheimlich wichtige und unheimlich gute Ausgangspositionen, um das Thema wirklich hinzubekommen. Plus, wir sagen, in dieser Komplexität, in der wir uns befinden, ist es wirklich eine gewisse Vereinfachung hinzukriegen, ja? die Themen aus einer Strategie heraus simpler zu machen. Ja? Das versuchen wir wirklich und haben deswegen, damit wir diese Transformation hinbekommen, uns auf fünf wichtige strategische Initiativen geeinigt, die wir jetzt in einem Midterm-Fokus wirklich Schritt für Schritt durchziehen wollen. Diese fünf Themen sind, dass wir nur eine einzige SSP nutzen wollen für sämtliche Screens und für sämtliche Produkte, die ich gezeigt habe. Und ich komme gleich nochmal dazu, warum wir glauben, dass das ein Vorteil ist. Wir wollen natürlich holistisch I.O. und Programmatic zusammenkriegen. Wir sammeln selbst Daten. Ja, wir haben eine große Dateninitiative gestartet vor über einem Jahr und sammeln einmal über Logins, aber auch Cookie-based Daten, aus denen wir Datenprodukte bauen wollen. Wir glauben an den Vorteil von End-to-End-Lösungen, ja, und End-to-End im Sinne von, dass SSP und DSP tatsächlich aus dem gleichen Tech-Stack kommen. Und ich werde gleich mal zeigen, was die Vorteile sind. Plus, wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass unabhängige Tech-Player bestehen bleiben. In Deutschland, in Europa. Und ProSiebenSat.1 macht mehr als 2 Milliarden Advertising-Erlöse in der Dachregion. Und da haben wir gesagt, das Risiko, dass wir in Abhängigkeit geraten von den großen, ja, Giants, auch US-Giants, zum Beispiel Google oder Facebook, ist uns einfach zu groß. Und deswegen haben wir ja auch entschieden zu investieren und haben die Mehrheit an Virtual Minds übernommen. Gut, gehen wir diese fünf Themen einmal durch. Eine SSP für sämtliche Screens und sämtliche Formate. Das gibt uns die perfekte Transparenz über die Demand-Situation. Wir können unsere Multi-Screen-Pakete auch in der programmatischen Welt perfekt abwickeln. Plus so ganz einfache Themen, ja, die simpel klingen, aber die für die Leute, die es wirklich machen müssen, bei einem großen Vermarkter auch wichtig sind, nämlich es gibt ein einheitliches Reporting. Ja, ich habe nicht 5 verschiedene SSPs mit unterschiedlichen Reportings, sondern ich habe ein einheitliches Reporting und das kann irgendwie sauber abgewickelt werden. Und wir reduzieren dadurch unsere Komplexität. Deswegen nutzen wir jetzt eben auch Heatlab inzwischen für das Thema Video. Wir nutzen schon sehr, sehr lange für das Thema Display. Video haben wir in der Vergangenheit über Sticky Ads genutzt, sind aber dabei, jetzt gerade die Kampagnen eben auf Yieldlab zu schieben und nutzen hier die gleiche SSP für Display und für Video. Dazu kommt, dass wir unsere SSP dann auch für das Digital Out of Home Geschäft nutzen werden. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass ProSiebenSat.1 sich entschieden hat, in Digital Out of Home in diesen Markt reinzugehen, weil wir an diesen Markt glauben, weil wir diesen Markt langfristig aufbauen wollen, haben da sogar eine eigene Tochtercompany gegründet mit 7 Screens. Und auch hier hilft uns Virtual Minds, ein erstes programmatisches Setup auch für Digital Out of Home zu schaffen. Das gleiche für Addressable TV, natürlich für einen Broadcaster wie ProSiebenSat.1 das langfristig mit Abstand wichtigste Produkt, weil wir hier einfach in Deutschland über einen TV-Markt von allein 4,5 Milliarden sprechen. Im Moment können wir das über HBBTV, über diese Overlay-Produkte abbilden, zum Beispiel Switch-In-Produkte, also wenn ich umschalte, bekomme ich hier so ein Cut-In, wie man hier sieht, von TUI. In der Zukunft mit HBBTV 2.0 wird auch ein Spot-Austausch möglich sein und wir arbeiten gerade zusammen mit Virtual Minds daran, dass wir dieses erste Switch-In-Addressable-TV-Produkt auch programmatisch verfügbar machen. Das soll noch dieses Jahr passieren, hoffentlich zu dem Mexico. Und dann wird über Yieldlab und auf der Gegenseite, wenn man Active Agent als DSP nutzt, wird man auch bei ProSiebenSat.1 Addressable-TV programmatisch einkaufen können.
Ja, das Thema haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Heute ist natürlich auch für uns eines der absoluten Key-Themen. Und man sieht hier, im Mittelpunkt sind immer noch unsere garantierten Kampagnen, ja, sei es I.O. oder Programmatic Guaranteed Kampagnen. Die sind für uns gleichwertig, die sind auf dem gleichen Level, aber das ist immer noch das Kerngeschäft von uns. Aber was wir schon machen, ist davor ein Header-Bidding zu schalten, ja, dass wir ein Pre-Bid haben, dass wir schauen, hey, gibt es für diese AI, gibt es da einen Demand mit einem höheren TKP? Wenn ja, würden wir den bevorzugen, aber eben wichtig nur dann, wenn der Ad-Server sagt, dass die garantierten Kampagnen nicht in der Gefahr sind, eine Unterlieferung zu haben. Ja, danach könnte es nochmal eine Private Auction gehen. Die Open Auction ist für uns wirklich was völlig anderes. Da sind nicht unsere Premium-Formate drin, da sind nur Standard-Display-Formate drin. Das sehen wir nicht unter dem Aspekt der Premium-Vermarktung. Aber mit diesem Ansatz versuchen wir eben das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich es zu schaffen, dass wir über Private Auctions auch einen gewissen TKP-Level im Markt etablieren können, der schon auch mal über dem TKP von garantierten IO-Kampagnen liegt. Und gerade Großkunden haben natürlich eine wahnsinnig hohe Verhandlungspower und haben hier in garantierten IO-Kampagnen hohe Rabatte und sehr, sehr gute TKPs. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum manche Großkunden das Thema Private Auction gar nicht so sehr forcieren, weil sie wissen, da könnten TKPs-Level rauskommen, die vielleicht gar nicht besser sind als das, was ich bisher IO verhandelt habe. Ja, wie gesagt, wir haben uns entschieden, nur eine SSP zu nutzen und nicht verschiedene. Es gibt ja auch Anbieter im Markt, die den Multi-SSP-Ansatz propagieren. Ja, wir glauben da nicht daran. Das Argument, ja, für einen Multi-SSP-Ansatz wäre ja immer, dass mehr Demand drauf ist. Glauben wir nicht unbedingt, wenn man sich in Deutschland die großen SSPs anschaut, dann sind dort die großen Demand-Partner auch angeschlossen. Ja, und wenn das jetzt noch nicht der Fall ist, dann ist das in 3, 4, 5 Monaten der Fall. Ja, aber wir sehen einfach nicht diesen Vorteil von verschiedenen SSPs. Wir sehen viel eher die Nachteile, und die Nachteile sind einfach, es dauert länger, Seiten bauen sich langsamer auf, ja, wir haben höhere Kosten, wir haben höhere Komplexitäten, plus die direkte Beziehung zwischen uns als Vermarkter mit der Agentur oder mit dem Advertiser wird dadurch auch in Frage gestellt. Also da haben wir eine sehr, sehr klare Meinung. Eine SSP für alle Formate und alle Werbeformen ist für uns definitiv der bessere Ansatz. Thema Daten, natürlich auch für uns ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir verfolgen da zwei Ansätze. Der linke Ansatz ist ein Login oder ein Registrierungsansatz, dass wir versuchen, natürlich Videoviews hinter eine Login-Schranke zu bekommen, dass wir harte Login-Daten bekommen, harte soziodemografische Daten bekommen und dadurch unser soziodemografisches Targeting für unsere Reach-Produkte noch besser machen können, bloß natürlich ein Multiscreen-Targeting dadurch machen können. Natürlich mit dem Endziel, dass man die digitale Welt mit der TV-Welt auch verbinden kann. Ja, also natürlich wäre für uns eine Traumvariante, dass wir ein Login haben bei HWB TV auf dem großen Screen plus ein Login haben in der digitalen Welt und wir bekommen dadurch Möglichkeiten, Incremental Reach von digital zu TV messen zu können, anbieten zu können. Und das sind Produkte, die halt wir als Broadcaster anbieten können, die nicht viele Pure-Play, digitale Player anbieten können. Was wir dazu machen, ist es, jetzt seit einem Jahr sämtliche Digital-Assets und Pro701 hat mehr als 40 Digital-Assets mit einem einheitlichen Tech-Management-System zu versehen, ja, nutzen mit Tealium und sammeln so die Daten in einer einheitlichen Art und Weise ein, spielen die in ADEX ein, in die DMP und bilden daraus Segmente. Wenn man sich die Assets anschaut, dann kann man daraus eben schon auch sehr interessante Targeting-Produkte bauen. Also jetzt mal allein am Beispiel von Verivox, ja, Stromwechsler, ja, kann man sich vorstellen, dass man daraus wirklich interessante Targeting-Produkte bauen kann, jetzt hier für die Nische der Stromanbieter. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Natürlich, weil wir schon glauben, dass es auch für die Supply-Side wichtig ist, Datenprodukte anzubieten. Und wahrscheinlich wird es ja einen gewissen Wettkampf geben, ja, wo ist eigentlich die Datenintelligenz, auf der Demand-Seite oder auf der Supply-Seite. Und wir
haben schon den Anspruch, dass wir auch supply-seitig gute Targeting- und Targeting-Produkte anbieten können und nicht nur ein reiner Inventar-Provider sind, auf denen dann gewisse DSPs mit ihren Datenprodukten bieten, sondern wir wollen selbst auch intelligente Datenprodukte mit liefern können. Und deswegen arbeiten wir sehr stark an diesem Thema. Vorteile von End-to-End-Lösungen. Ja, wir glauben, das hat echte Vorteile, wenn SSP und DSP aus dem gleichen Haus kommen. Ja, das sind ein paar sehr offensichtliche Vorteile. Matching, Pixel, Loss ist einfach deutlich geringer. Ja, wir sehen das, wenn wir zwischen YieldLab und Active Agent haben wir eine viel, viel höhere Matching-Rate als zwischen YieldLab und DBM zum Beispiel. Das ist ein Riesenvorteil für den Vermarkter. Wir können in Active Agent Programmatic Guaranteed Produkte anbieten und haben dann Built-in Forecasting auf unser Demand in YieldLab. Die Innovation Speed ist höher. Ja, aber jetzt, was wir machen mit Addressable TV, das Switch-in-Produkt programmatisch verfügbar zu machen, kriegen wir halt relativ schnell hin mit einem Anbieter. Ja, wenn er jetzt versucht, das Produkt bei 10 DSPs verfügbar zu machen, dann viel Spaß, ja, dann dauert es eine Weile, ja, und das kann man nicht mal in 3, 4, 5 Monaten bauen, so ein Produkt. Wir können unsere Multiscreen-Bundles auch auf der Demand-Seite anbieten und ja, so einfach klingende Lösungen, die aber wahnsinnig wichtig sind, wie dass wir unsere eigene proprietäre Adblocker-Umgehungslösung für Video auch programmatisch verfügbar machen, ist natürlich für uns wahnsinnig wichtig, weil das gibt uns einfach 20-25% mehr Inventar. Ja, deswegen sind wir komplett davon überzeugt, dass es Vorteile gibt von End-to-End. Wir diskutieren das auch ausführlich mit den Agenturen und Kunden und kommen da auch eigentlich ganz gut voran an dieser Ecke. Ja, das habe ich gesagt, wir haben uns entschieden, selbst in AdTech zu investieren, ja, und das nicht nur aus der heutigen digitalen Perspektive, natürlich auch aus der strategischeren, längerfristigen Perspektive, die TV beinhaltet. Wenn man über 2 Milliarden TV oder Advertising-Umsätze macht in der Dachregion, dann überlegt man sich sehr genau, ob man hier in eine langfristige Abhängigkeit geraten möchte von, ja, gerade von US-Giants. Da haben wir klar für uns entschieden, aus dem Vorstand heraus bei ProSieben, das wollen wir nicht. Ja, da wollen wir eine gewisse Unabhängigkeit haben. Es ist uns wichtig, dass weiter unabhängige Tech-Player in Deutschland, in Europa bestehen bleiben, einfach um hier wirklich auch eine gute Konkurrenz zu haben zu den US-Playern. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir investieren, wir übernehmen die Mehrheit an Virtual Minds. ProSieben.1 hält jetzt 51% an Virtual Minds, und die meisten von euch kennen das ja. Das, was wir wirklich daran mögen, ist es eben, dass es ein End-to-End-Stack ist. Es ist nicht nur eine SSP, es ist auch eine sehr, sehr gute DSP dabei, oder Anteile an einer DMP plus ein richtig guter, Ad-Server und damit alles das, was wir als Premium-Broadcaster eigentlich langfristig benötigen. Plus, wir denken nicht nur in Deutschland. Ja, wir haben eine sehr, sehr gute Position in Deutschland, aber wir reden sehr, sehr viel mit Broadcastern in anderen Ländern, in Frankreich, in Italien, in Nordics. Und wir sehen in den Diskussionen, dass natürlich jeder Broadcaster die gleichen Issues hat, ja, die gleichen Probleme, die gleichen Challenges. Das heißt, da gibt es einen sehr, sehr engen Austausch mit Playern wie TFR oder mit Mediaset oder mit TVN in Polen, wo wir denen zusammensitzen und gemeinsame Strategien entwickeln und versuchen eben das, was wir in Deutschland Schritt für Schritt entwickeln, auch in eine europäische Perspektive zu überführen. Ah, und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende der Story zur programmatischen Transformation, die wir gerade bei ProSieben.1 durchmachen. Dankeschön. Jetzt mit Nacht.